Das Risiko eines schweren Covid-19-Krankheitsverlaufs steigt im Alter exponentiell. Menschen über 60 zählen zur Risikogruppe. Sie allerdings hat das Virus noch nicht einmal gemerkt. Tain Kin aus Myanmar. Ihr stolzes Alter, 100 Jahre. Tain Kins Enkel, ein Goldschmied, hatte sich im Berufsumfeld angesteckt. Kurz darauf war die ganze Familie infiziert. Man hat mir gesagt, dass ich mich mit dem Virus infiziert habe. Ich habe aber gesagt, dass ich gar nichts spüre. Ich habe gut gegessen, mich selbst geduscht und bin normal gelaufen. Die 100-Jährige hat viel in ihrem Leben durchgemacht. Krankheiten spielten aber keine große Rolle. Sie hatte mit 14 nur einmal Fieber. Die Situation während des Zweiten Weltkrieges war so viel schlimmer. Ich bin so vielen tödlichen, schlimmen, gefährlichen Situationen entkommen. Ich wurde in meinem Leben vor Bomben und Hunger gerettet. Deswegen hat das alles keine Bedeutung für mich. Aber ich mache mir wirkliche Sorgen um die Kinder der nächsten Generation. Nach 2 Wochen im Quarantänecenter, getrennt von ihrer Familie, war der Spuk vorbei. Tain Kin und alle anderen Familienmitglieder konnten ohne schwere Symptome genesen. Das Haus verlassen sie trotzdem nur, wenn es unbedingt sein muss. Die Sorge vor einer Neuansteckung ist einfach zu groß.